Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 56 des Gratis-Selbsthilfelehrgangs von Vivian Rauber, Psychologin, Zürich, Schweiz. Hier lernst du den Dickdarm-Release an dir selber machen und machst noch eine Ausschwemmübung, um das aus dem Körper auszuschwemmen, was du nicht mehr benötigst, und es loszulassen. Der Dickdarm-Meridian beginnt beim Zeigfinger, geht dann bis zum Handballen, dem Äußeren, zum Dickdarm 4, dem Schmerzlöser, geht dann weiter auf der Außenseite des Armes bis zum Punkt Dickdarm 11, natürliche Autorität, geht weiter bis zur Spitze des Deltamuskels, Stärke, dann geht er weiter bis zur Schulter, für die Schulter, Dickdarm 15, dann geht er zu Magen 12, den ganzen Oberkörper auf der Innenseite hinunter, auf der Seite des Halses, Dickdarm 16, hinauf, um den Mund und bis zur anderen Seite des Nasenflügels. Und ein innerer Ast geht dann noch zu Magen 1 beim Auge. Beginn bei Nagelwinkel, oberen, äußeren Nagelwinkel des Zeigefingers, klopfe hinauf bis zu Dickdarm 4, Schmerzlöser. Dann klopfst du weiter auf der Außenseite des Armes bis in der Falte des Ellbogens, dort wo die Falte aufhört. Natürliche Autorität, Dickdarm 11. Und geh weiter, klopfe weiter hinauf bis zu Dickdarm 14. Wenn du den Arm hebst, dann spürst du die Spitze des Delta-Muskels, anderhalb Hand unterhalb der Schulter. Am Spitz dieses Delta-Muskels und klopfst weiter bis zur Schulter. Wenn du den Arm hebst, sind du zwei Löchlein. Das erste, das vordere Löchlein für Schulter. Klopfst weiter auf der Seite des Halses, Dickdarm 16, dann um den Mund herum und wieder auf die andere Seite der Nase, dem letzten Punkt. Mach jetzt den Dickdarm-Release, die Dickdarmbehandlung an dir selber. Und vielleicht, während du das machst, überlegst du dir, was du eigentlich loslassen möchtest, loslassen solltest, jetzt in deinem Leben. Und denk daran, während des ganzen Releases. Geh jetzt zu Dickdarm 18, auf der anderen Seite des Halses, gehst in der Mitte des Halses, auf der Höhe des Adamapfels, und mit der anderen Hand drückst du mit dem Daumen auf Dickdarm 1 an der oberen äußeren Nagelecke. Spür das Pulsieren. In dein Wille geschehe und im Zeigefinger.
Du kannst loslassen, denn du bist geführt. Geh tief in den Punkt hinein. Und verbinde jetzt beide Punkte. Bleib bei deinem Wille geschehe, aber wechsle die Hand. Mit der anderen und geh zu Dickdarm 4, dem Schmerzlöser in der Hand. Geh tief in den Punkt, auch in den anderen, und finde die Führung. Geh jetzt zum Dickdarm 14, anderthalb Hand unterhalb der Schulter, am Spitz des Delta-Muskels, in der Verlängerung des Zeigefingers. Bleibst mit der anderen Hand beim Dein Wille geschehe. Und mit der anderen Hand gehst du zu Dickdarm 15. Im ersten Loch, wenn du den Arm hebst, in der Ecke der Schulter. Wenn es für dich schwierig ist, Hals und Schulter zu halten, kannst du beim Finger bleiben. Der innere Ast umringt den Mund und geht auf die andere Seite zur Nase und dann hinauf. Geh jetzt neben der Nase zu Dickdarm 19, unterhalb des Wangenknochens, etwa einen Zentimeter neben der Nase. Und kannst jetzt zu Dickdarm 20 gehen, der ist direkt neben der Nase, unterhalb des Knochens, des Wangenknochens. Wenn du erkältet bist und eine verstopfte Nase hast, kannst du beide Punkte drücken. Die sind verbunden mit Blase 1 und das öffnet die Nase. Bei Erkältung und Schnupfen kannst du auch so klopfen. Neben der Nase, dann um den Mund, wo Magen- und Dickdarm-Meridian sind. Dann gehst du im Magen wieder hinauf. Kannst du jetzt den Dickdarm-Release schon? Mach es kurz. Dickdarm 18, dein Wille geschehe, mit Dickdarm 4, Schmerzlöser. Mit Dickdarm 11, natürliche Autorität. Mit Dickdarm 14, Stärke. Mit Dickdarm 15, für Schulter. Mit Dickdarm 20, für die Nase. Auf der anderen Seite. Mach jetzt mit mir die folgende Übung. Massiere deinen Dickdarm. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Kronenchakra und von dort weit hinauf bis zur Quelle des Elementes Metall. Komm in Verbindung mit der höheren Führung. Fühle diese Verbindung zu einer höheren Führung. Und bring dieses Wissen, ich bin geführt, im Symbol von weißem Licht wieder hinunter, durch dein Kronenchakra, dein drittes Auge, dein Halschakra
dein Herzchakra, dein drittes Chakra und bring es jetzt in deinen Dickdarm und leg jetzt deine Hand auf den aufsteigenden Dickdarm, der auf der rechten Seite bis auf die Höhe etwas oberhalb des Bauchnabels geht. Und bring das Licht jetzt unter deine Hand in den Dickdarm. Und mach jetzt mit deinen Fingern eine kreisende Massagebewegung. Mach viele kleine Kreise ganz langsam von unten nach oben und stell dir vor, du habest wie unsichtbare Finger, die tief hinein bis in den aufsteigenden Dickdarm hineinreichen und ihn von innen her massieren. Stell dir vor, dass diese unsichtbaren Finger jetzt dieses weiße Licht langsam von unten nach oben hinauf massieren. Und bring jetzt deine Aufmerksamkeit in den Querdarm. Die Querverbindung des Dickdarmes, der oberhalb des Bauchnabels von rechts nach links hinüberführt. Mach wieder die gleichen kleinen, langsamen Kreisbewegungen und stell dir vor, wie unsichtbare Finger tief hinein bis in den Querdarm gehen. Und massiere innerhalb des Querdarms dieses weiße Licht von rechts nach links. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in den absteigenden Dickdarm links. Und kreise ganz langsam mit kleinen Kreisbewegungen tief im absteigenden Dickdarm dieses weiße Licht durch alle Zellen des Dickdarms hinunter. Dann macht der Dickdarm einen Bogen, kommt schräg hinauf und massiere dieses weiße Licht diagonal schräg hinauf. Und dann macht der Dickdarm wieder einen Bogen und geht durch den Mastdarm vor dem Kreuzbeinknochen weit hinten nach unten und massiere dieses weiße Licht mit deinem unsichtbaren Finger, die tief hinein bis in den Mastdarm reichen, hinunter bis zum After. Und hinaus. Massiere jetzt dieses weiße Licht durch den ganzen Dickdarm hindurch. Du beginnst rechts unten, beim Aufsteigenden, dann durch den Querdarm nach links, den absteigenden links hinunter, schräg
hinauf nach rechts und dann den Mastdarm weit hinten hinunter bis zum Anus. Repetiere die Dickdarmmassage und den Eigenrelease täglich während einer Woche und füll die Hausaufgabenregister aus, bevor du dann nach einer Woche mit dem nächsten Release und der nächsten Übung weiterfährst, die du wie immer durch meine Homepage findest, www.vivianrauber.com, Deutsch, YouTube, Akupressur, und drückst auf die Lektion, die du willst.